Hallo liebe Leute, ich bin euer Silent und heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Stream und natürlich auch auf YouTube zum Video on Demand zu einem neuen Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Ich bin schon lange gehypt auf dieses Spiel, lange als die meisten, schon bestimmt, würde sagen fast mittlerweile 2 Jahre ungefähr, als es das erste Mal angekündigt wurde. Von den Machern von Dark Souls und Demon's Souls From Software. Ich habe es auf der Gamescom auch schon ein bisschen spielen dürfen. Es wird wieder ähnlich schwierig werden, da gehe ich von aus, etwas schneller als früher. Ich quatsch gar nicht lang drum rum, würde ich sagen, sondern wir starten ein neues Spiel. Das ist natürlich für mich auch vollkommen blind, auch wenn da jetzt ein neues Spiel stand. Das ist, weil ich mal kurz reingeschaut habe, um die Settings einzustellen. In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Ishin Ashina, der berühmte Schwertmeister, inszenierte einen blutigen Coup, um das Land zu beherrschen. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Nun sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder? Der junge Wolf, Sekiro, ja, das sind wohl wir, gehe ich zumindest mal schwer von aus. Jahre es geht noch weiter. Nach Ishins Coup stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Shinobi.
öffnet eure Augen. Zum Wohle eures Herrn. Wie es bei Dark Souls auch schon so oft war. Sekunde, ich wechsle mich mal gerade hier nach unten. Rechts, so, zack. Wie es bei Dark Souls auch schon so oft war, beginnen wir in einer Art Gefängnis oder in irgendeiner Gosse. Schnellobjekte wechseln. Okay, das lesen wir uns später mal durch. Das Menü wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Wir spielen übrigens auf dem PC, falls ihr euch das gefragt habt, mit dem Xbox Gamepad auf maximalen Grafikdetails. Und hier hat schon eine gute was uns durchs Loch geworfen, so wie es bei Dark Souls 1 auch schon war. Da hat uns auch ein guter Ritter etwas oben in unser Verlies hinuntergeworfen und schauen wir doch mal, was sie uns dort runtergeworfen hat. Ein dekorativer Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf. Euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den im Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Ja, wir sind... Ja, wir wissen nicht so genau, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß es nicht. Sind wir gefangen genommen worden? Auf jeden Fall haben wir wohl alles verloren. Unser Vater, unser Ziehvater, ist tot. Wenn ich es richtig gedeutet habe aus dem Intro. Und... Irgendein Junge, den wir beschützen sollten, den konnten wir wohl auch nicht beschützen. Der hat es auch hinter sich. Talsperre. Wir spielen übrigens mit deutschen Untertiteln. Die sind nicht verhandelbar. Aber auch mit deutschen... Dialogen, also mit deutscher Sprachausgabe, die ist verhandelbar. Also schreibt mir doch bitte in den Chat und gerne auch in die Kommentare auf YouTube, wo ihr auch gerne ein Like da lassen könnt übrigens, welche Sprachausgabe ihr gerne hättet. Es gibt auch eine japanische Sprachausgabe, die extrem gut ist. Nur die benutzen sehr viele andere auf Twitch und YouTube. Deswegen dachte ich mir, wenn das schon so viele machen, mache ich vielleicht mal was anderes. Deswegen dachte ich dann wirklich direkt an die deutsche. Es gäbe auch eine englische. Ich denke mal, das sind so die drei Optionen, die wir haben. Deutsch, Englisch und Japanisch. Heimlichkeit. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst oder im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feind mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. In diesem Schilf kann man sich verstecken, das habe ich auf der Gamescom schon ausprobieren dürfen. Dieses neue Gameplay-Element ist meines Wissens neu, also zumindest in Dark Souls, Demon's Souls und Bloodborne gab es das so noch nicht, dass man sich... Ja, super. Ich bin direkt entdeckt worden. Das lief jetzt nicht so wie gedacht. Ich musste doch da durch. Okay, ich ignoriere das einfach mal und gehe hier weiter. Eigentlich hätte das so nicht passieren dürfen. Ich habe ja noch kein Schwert. Oh, bei dem kann ich lauschen. Aber, oh, jetzt werde ich hier angegriffen. Und bin direkt tot. Okay. Oh, shit. Gut, eigentlich, ich muss direkt den ersten Tod verzeichnen und das im Tutorial. Oben rechts, seht es über mir, der Death Counter. Okay, ich glaube, das hat auch noch niemand geschafft, hier zu sterben. Das war schon extrem schlecht.
Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass ich hier direkt entdeckt werde. Oh. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Okay, X war, was hier an die Wand zu drücken. Oh Mann. Okay, ich wette, 90% von euch haben schon ausgeschaltet. Aber ihr merkt, wenn ihr was zu lachen haben wollt, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Ja, wie ihr merkt, es ist, hat nicht mehr so viel mit Dark Souls zu tun. Wir haben auch keinen Ausdauerbalken. Den gibt's hier nicht. Bei Sekiro. Wie komme ich denn jetzt dort rein, ohne dass die mich sehen? Okay, ich hätte da ganz links laufen müssen. Auf jeden Fall eine neue Spielmechanik. Müssen wir erst lernen, oder ich zumindest, wie wir hier merken. So, und hier konnte ich jetzt eben lauschen. Das ist scheinbar auch eine neue Mechanik. Du hast doch nachgesehen, ob sie verschlossen ist, oder? Sicher ist sie verschlossen, aber es hat niemand das Loch in der Mauer repariert. Ach das, mach dir deswegen keine Gedanken. Das Loch führt zum Rand einer Klippe. Da kommt niemand durch. Okay. Damit, mit diesem Lauschen, können wir scheinbar, ja, wie der Name schon sagt, unsere Gegner belauschen und erfahren so geheime Informationen, wie es weitergehen könnte. Vielleicht auch alternative Wege. Hochklettern ebenfalls mit X. Bisschen gewöhnungsbedürftig, das Klettern. Die Steuerung. Und X muss man drücken, um sich dann wieder festzuhalten. Hier ist dann auch ein bisschen komisch, dass X wieder hochziehen ist, wo ja Springen eigentlich A ist. Aber A funktioniert auch, okay. Könnte nämlich mal böse enden, weil es mal den falschen Knopf drückt. A statt X hier an diesen Klippen. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Das ist wie ein Mädchen. Klingt doch so. Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Ist das denn dieses Kind, von dem eben am Anfang die Rede war? Da war doch von irgendjemandem die Rede, dass wir jemanden verloren hätten. Ist es der? Kusabi Maru, ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabi Maru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobis ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay, wir sind jetzt bewaffnet, sind nicht mehr ganz wehrlos. Jetzt können die Typen von eben gerne kommen. Obwohl, viel Lebensenergie habe ich immer noch nicht. Reden wir nochmal mit ihm. Du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Heilende Kürbisflasche. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Okay, dann scheint das sowas wie das Estus-Flakon zu sein. Kurosama. Nun dann,
Warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke, über dem Burggraben, gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Okay. Heißt das nicht, dass ich alle Gegner auch besiegen muss auf dem Weg dorthin? Oder wie will der kleine Junge da hinkommen, wenn wir uns durchschleichen? Schnellobjekte benutzen. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Okay. Wo sind meine Schnellobjekte? Möchte ich natürlich direkt ausrüsten. Oh, wir haben hier noch was. Die Heimkehrfigur. Ein handflächengroßer Holzbuddha, mehrfach anwendbar. Im Besitz des Wolfs, seit er von seinem Vater gerettet wurde. Seine Kanten sind vom Gebrauch abgerundet. Dieser Buddha ermöglicht die Heimkehr. Er bringt seinen Nutzer zur zuletzt besuchten Figur des Bildhauers oder zum maroden Tempel. Dann ist das scheinbar sowas wie... Ah, nicht ganz wie der Heimkehrknochen, weil hier steht Anzahl im Besitz 1 von 1 und es steht auch mehrfach anwendbar. Deswegen gehe ich davon aus, dass das, ich weiß gar nicht mehr, wie das Item bei Dark Souls hieß. Auf jeden Fall das, was einen zurückbringt und man alle Seelen dabei verliert, dann. In der Heimkehrknochen hat man die Seelen ja nicht verloren. Oh. Hier. Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Dann ist das sowas wie der Gesundheitsstein. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem im Kämpfen eingesetzt und führt zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Als Kampfamulett? Wie ist das gemeint? Okay, das ist scheinbar nur noch so eine zusätzliche Gesundheit, so eine zusätzliche Energie. Ich werde, glaube ich, mal direkt hier die Kürbisflasche saufen. Oh, das stellt ja nicht sehr viel Vitalität wieder her. Da darf ich mir nicht viel leisten. Haltung und Todesschläge. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi Todesschlag anfällig. Angriff auf RB und bei durchbrochener Haltung Todesschlag auch auf RB. Zielerfassung mit R... Kann ich nicht den auch direkt von hinten backstabben? Kann ich. Oh, okay. Blut ist auch integriert hier im Spiel, wie wir sehen. So weiche ich aus mit B. Yeah, da haben wir den Todesschlag schon angesetzt, ihr habt es gesehen. Und zwar macht er den Todesschlag immer, wenn diese zweite Leiste voll gefüllt ist. Das habe ich auf der Gamescom schon gesehen. Parieren. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angreifen einen schnellen Sieg. Okay, parieren. Das mache ich hier. Aua. Kann ich auch so einen richtigen Parry machen? Okay, das läuft ja nicht so gut. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Habe ich noch nicht ganz raus. Zielerfassung. Okay, das haben wir eben schon genutzt. Die mit den Hüten sind auf jeden Fall gar nicht so schwach. Oh, da ist ein Gegner. Unter der Brücke, sagte er ja. Ach, da geht's, glaube ich, nicht runter. Upsa. Oh, Hallöchen.
Kleinen hier können nicht so viel. Weil die halt auch diesen zweiten Balken nicht haben. Oh, warte mal, da kann ich... Warte ich hoch. Echt nicht von oben so... Von oben... Wegbashen den Typen? Bei Gamescom-Demo ging das. Ja, nice. Jetzt aber noch ein zweiter. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Unser kleiner Herr sagte... Irgendwo unter der Brücke durch. Der sieht ein bisschen... Der sieht schon ein bisschen mächtiger aus, der Typ. Eieiei. Ich hab nicht mehr viel Lebensenergie. Konterhieb. Ein Konterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Dabei fügst du der Haltung Schaden zu und der Feind hat keine Zeit, sich zu erholen. Okay, ich habe ihn fast, also ich habe... Seine Stance durchbrochen. Aber wir haben schon gesehen, der hat oben zwei Kügelchen, zwei über seinem Lebensbalken. Das heißt, der hat im Prinzip zwei Lebensbalken. Todesschlag gegen starke Feinde. Manche starke Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreissymbolen über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Genau, da gab es auf der Gamescom auch schon so einige Gegner, die da ein bisschen zäher waren als andere. Oh, ich dachte schon, ich wäre tot. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Das ist aber meine Leiste relativ voll. Dann kann er mich, glaube ich, nämlich auch finishen, wenn die gefüllt ist. Was mit dem Parieren? Das ist mir noch so ein bisschen unheimlich. Ja, sehr schön. Ich bin es halt nicht gewohnt, keinen Ausdauerbalken zu haben. Kügelchen hat er fallen lassen. Okay, kennen wir schon, muss ich nicht nochmal lesen. Ich bin es noch nicht so ganz gewohnt, dass man einfach so parieren kann. Im Prinzip kann ich den doch die ganze Zeit dann... Ja, okay, Deflect heißt es, glaube ich, Balken, füllt sich dann dadurch. Da kann ich natürlich doch auch nicht ewig machen. Ihn da ständig parieren, aber... Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Aschen erfällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Ich will erstmal schauen, wohin es da durchs Tor geht, ob ich da durchkomme, bevor ich da runterspringe. Kann von der Seite nicht geöffnet werden. Ist das vielleicht ein Shortcut? Vielleicht ist das ja unser erster Shortcut. Wartet mal, der hat doch von irgendeinem Geheimgang unter einer Brücke gesprochen. Ist das vielleicht hier irgendwo? Kleiner Junge? Da ist eine Brücke. Pfeifen sollte ich, wenn ich da angekommen bin. Meint er denn hier unten? Das ist schwer zu erkennen. In den Tod springe, wenn ich da runter springe. Ich würde fast sagen, ja. Ach, wartet mal. Da kann ich ja noch weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Komme ich denn da hin von hier aus?
Er kann schon recht weit springen, der gute Sekiro. Ich bin im Moment noch ein bisschen vorsichtig, weil ich auch so wenig Lebensenergie habe. So, von hier aus komme ich ja auch wieder nicht weiter, oder? Fuck. Bin ich hier falsch? Ah, wartet mal, hier geht's noch weiter. Oh, Gegner. Hier irgendwelche Echsen. Das Spiel startet hier ganz ordentlich, finde ich. Also, Schwierigkeitsgrad, mein lieber Mann. War gar nicht so ohne. Dass man hier nur eine Lebensflasche bekommt, direkt zu Beginn und so viele Gegner damit ausschalten muss. Oder ich bin falsch gelaufen. Muss hier gar nicht hin. Da ist noch so eine Echse. Ein bisschen Schiss, ne? Dass die mich jetzt killt. Grünes Blut hat die. Aber wir sind doch hier unter der Brücke, oder? Oder nicht? Habe ich eigentlich sowas wie eine Mission? Nicht so wirklich, ne? Wäre ja auch unüblich, sowas gab es bei Dark Souls eigentlich auch nicht. Auf der Seite runter, das ist der sichere Tod. Vielleicht dahin, aber da komme ich doch niemals von da unten hoch, oder? Hier geht's auch nicht weiter. Keine Ahnung, für was dieser Baum hier sein soll. Er soll den Spieler nur verwirren und in den Tod schicken. Ich dann wieder hoch? Na gut, man kommt schon relativ hoch, ne? Ich versuch's mal da hinten. Bevor ich jetzt hier wieder hochkletter, versuche ich mal da hinten hochzulaufen. Meinem Fitzel Lebensenergie. Vielleicht komme ich ja doch hier hoch. Das ist zu hoch. Dann muss ich, glaube ich, tatsächlich ja, zurück. Geht's auch nicht weiter? Tja, Leute. Das ist blind, ne? Ah, hier geht's auch lang. Ah. Du kennst doch den geheimen Durchgang am Grund des Grabens unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer strenger. Bald werden wir Krieg haben. Okay. Sollen das also bewachen. Wir sind auf der richtigen Fährte. Was ist das für ein komisches Wesen? Dort sitzt. Sein Gegner?
Ja. Ist das ein Mensch oder was soll das sein? Irgendwie so ein kleiner Troll oder sowas. Also ich muss jetzt nicht unbedingt gegen die da oben kämpfen. Mein 2 HP. Deswegen umgehe ich die mal. Noch mehr Kügelchen. Oder ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich mal diesen paar Kügelchen essen soll. Eigentlich spare ich mir sowas immer auf. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ich glaube, Fallschaden gibt es hier bei Sekiro gar nicht. Oder gibt es doch? Glück gehabt. Okay, jetzt bin ich auf dem Vorsprung, den wir da eben schon gesehen hatten. Hoch. Was bist du denn? Dies scheint der Fluchtweg zu sein. Den göttlichen Erb mit dem Schilfrohr rufen, auf jeden Fall. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Guck mal. Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Ich finde übrigens gut, dass unser Charakter eine eigene Stimme hat und auch spricht. Ich habe das immer ganz gerne. Viele sagen ja immer, okay, wenn der Charakter nicht selber spricht, dann... Ja, dann... hat der Spieler mehr das Gefühl, dass er der Charakter ist. Aber ich finde immer, so kann man sich besser mit der Hauptfigur identifizieren. Und es wirkt auch nicht so... Die Dialoge sind halt viel dynamischer, wenn der Charakter auch selber spricht. Machen wir uns auf den Weg. Wenn wir den Gang verlassen, sind wir außerhalb der Burgmauern. Machen wir uns auf den Weg. Okay. Wenn wir den Gang verlassen, sind wir außerhalb der... Dann machen wir uns doch auf den Weg. Ja, die Sprachausgabe ist... okay, aber... nicht überragend, deswegen gerne die Aufforderung an euch, schreibt mir gerne in den Chat, in die Kommentare, welche Sprachausgabe wir gerne hätten. Oh, ist das da hinten einer, ein Freund von uns? Oh, das ist schön hier. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Oh, das ist kein Freund von uns. Genichiro-sama. Ich... Danke. Überlass das mir. Das ist jetzt der erste Bosskampf oder was? Willst du mich verarschen? Mit einem Estus? Mit einem Kürbisdings? Und das habe ich schon benutzt. Ich habe noch einen Lebensenergie. Also im Weg. Du stehst vor Genichiro Ashina. Wow. Okay, das ist
wünscht scheinbar, dass ich hier sterbe. Wir haben unseren fucking Arm verloren. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten. Der göttliche Erbe kommt mit mir. Schon haben wir unseren kleinen Freund wieder verloren. Gerade haben wir ihn befreit, schon wurde er wieder entführt. Also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Na gut, zweimal bin ich ja schon gestorben. Die Shinobi-Prothese, der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikation und Anpassung entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Krasser Typ! Hat er uns einfach so eine Prothese geschnitzt? Wie wir sehen, wirklich ein Meisterstück der... Ja, was ist das eigentlich? Der Ingenieurskunst, würde ich fast sagen. Na guck mal, hier sind ganz viele von diesen Statuen. So eine haben wir doch eben auch schon gesehen. Scheint viel Freizeit zu haben, der gute Mann. Shot.